Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozar hier. Und ja, ich möchte nicht sagen, LR Vegetto Blue ist da. Nämlich, SSR Vegetto ist da. Regelrecht, wie ich es sage. Was meine ich damit? Schauen wir uns mal die News an, damit ihr auch wisst, von was ich rede. Vorerst auch, sorry wegen meiner Stimme, falls es ein bisschen komisch anhört. Denn es ist quasi regelrecht, also früh am Morgen, wann die News rauskam. Aber anyways, also gut. New SR Vegito ist da. Was heißt das für uns? Und zwar ist der ganz klar, von der Legendary Election haben wir gewählt, dass LR Vegito kommen wird, dass er den ersten Platz erreicht hat. Und somit nimmt das Ganze seinen Lauf. Wussten wir schon, dass er kommen wird. Nun ist er da quasi vor sich ausgedrückt, denn nur seine SSR-Form ist da. Richtig. Richtig. Schauen wir uns die News an. Zu ihm selbst ist ein Bescheid, was er alles kann, muss man glaube ich nicht mehr drauf eingehen, sondern ganz wichtig ist, wie man ihn bekommt. Und zwar muss man immerhin, nicht immerhin, sondern immer noch, wie schon gewusst, Supreme Kai Stones für ihn verwenden. Im Barbershop kann man ihn dann holen, das werden wir uns gleich angucken. Zudem, ganz wichtig, die Potara-Medaillen, mit denen man ihn erwecken kann, von denen man 30 Stück braucht, um ihn zum Transcendent Ultra Rare zu bringen, werden wir über die Supreme Kai Missionen, über den Supreme Kai's Trial bekommen. Aber in Zukunft, um ihn zu erwecken, steht dran. In Zukunft, um ihn zu erwecken. Das heißt, hier steht es dran. Die Awakening Medaillen, um Vegetto, den SR, den wir bekommen können aus dem Barbershop, um ihn zum UR einmal und dann zum LR erwecken zu können, sind noch nicht im Spiel. Sie sind noch nicht im Spiel. Die Medaillen werden in Zukunft implementiert. Sie werden in Zukunft kommen. Ja, willkommen to be released. To be released ist wieder zurück, Leute. Und ja, die Kai Stones wurden geändert zu Supreme Kai Stones. Aber um es kurz zusammenzufassen, man kann SR Vegito holen, der in Zukunft dann erst erweckbar sein wird. Durch die Medaillen, die in den Supreme Kai Trial zur Verfügung gestellt werden. Also die Potara-Medaillen, um ihn zum Transcend Archway zu erwecken, aber zum LR, die Medaillen wissen wir noch nichts, dazu wissen wir noch gar nichts, jedoch sind die Medaillen selbst auch noch nicht da. Genau, so sieht das Ganze leider aus, leider. Eine Sache zu dem To-Be-Release, wann das Ganze kommen könnte, wir wissen es wirklich nicht. In the future kann wirklich lange dauern. Die Sache ist nämlich auch, die schauen uns erstmal an im Shop, wie das Ganze mit ihm aussieht, wie viel er kostet und so weiter und so fort. Er kostet Gott sei Dank viel, viel weniger als vermutet. Und zwar ganze 20. 2x20. Wir können ihn bis jetzt zweimal holen. Und das für 20, jeweils 20 Supreme Kai Stones. Ihr habt ihn gerade schon gesehen. Ich klicke nur kurz hier hin. Und da steht das 2 times left und einer kostet 20. Also holen wir ihn doch gleich. Und nicht wundern, wenn ihr bei euch steht, dass ihr ihn nicht holen könnt. Dann liegt das daran, dass eure Charakterbox voll ist. Also schaut ihr mal da auf jeden Fall rein. Und tut da für Platz schaffen. Auf was wollte ich zurück? Und zwar schauen wir uns kurz an, wie so Duty aussieht. Da, hier ist unser Duty, hier ist unser Duty. Die Sache jetzt nun folgendes. In the new future, was könnte das heißen, wann er kommen könnte? Ich wäre nicht so voreilig und ich würde ihn auf jeden Fall, würde ich jeden raten, ihn noch nicht auf SC10 bringen mit Elder Kai. Warum? Denn wir können dann ihn noch nicht erwecken und wir wissen, dass in der Zukunft ein physisch Super Vegito kommt, bei dem in der Stage 1 ein SR Vegito zur Verfügung gestellt wird, mit dem man seine SA farmen kann. Ob das nun so lange dauern wird, weil physisch Super Vegito dauert wirklich noch ein bisschen, bis er kommt, wissen wir nicht. Ich hoffe nicht zum Datum, wirklich, wir haben kein festes Datum, wir wissen nicht, wann er genau kommt, beziehungsweise wann man ihn genau erwecken kann. Das wird irgendwann in der Zukunft passieren und das finde ich wirklich schade, Gucken wir uns kurz die Supreme Kai Trials an, da hatten wir wenigstens recht, dass dann die Potara-Medaillen darüber erhalten sein werden in der Zukunft. Und zwar ist das dann nämlich so, da wurde jetzt auch neue Supreme Kai Missionen hinzugefügt, natürlich dann für diejenigen, die schon ausgegeben haben, damit sie holen können. Und Gott sei Dank kosten so wenig. 2x20 vorerst. Gebiet 7. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da könnt ihr Supreme Kai Stones noch weitere holen. Aber in der Zukunft werden dann die Potara-Medaillen mit Sicherheit hier hinzugefügt. Denn das dann, wie ich vermutet habe, mit dem Nimbus-Medaillen, ähnlich wie in JP, dass man die hier über den Supreme Kai
Trial bekommt. Richtig, Leute. Richtig. Eine Sache zum Abschluss möchte ich gerne zeigen. Bei dem Dokkan Awakening kann man ja gucken, welche Charaktere in Awakening bekommen. Und sein Awakening ist schon hier gelistet, wie gesagt. Beziehungsweise ist gelistet, besser gesagt. Aber wie gesagt, kann man ihn noch nicht erwecken. Ja, Leute. Das ist quasi alle Informationen dazu. Ich weiß, was ich dazu sagen soll. Zum Glück ist er da, sage ich es mal so. Und zum Glück kostet er weniger als vermutet. Man kann ihn bis jetzt nur zweimal holen. Heißt, ihr könnt ihn schon im Prinzip im Dupe-System voranbringen. Ich würde dennoch vorerst vorsichtig immer noch unten rechts öffnen, weil wir wissen nicht, wann weitere hinzukommen. Und warum unten rechts? Weil wenn ihr ihn auf SA10 bringt in Zukunft, dann ist das dieser Pfad, an dem ihr am meisten profitiert, um es kurz zu sagen. Und hier ist unser Dude, wie gesagt, 30 Stück. Brauchen wir dann in Zukunft von den Potara-Medaillen, die noch nicht online sind, wie gesagt. das Ganze wird noch kommen. Okay, Leute, so viel vorerst zu SSR Vegito. Kurz gefasst alle Informationen, man kann SSR Vegito holen. 20 Supreme Kaisos, kostet im Barbershop. Seine Medaillen sind noch nicht online, heißt man kann ihn auch bis jetzt noch nicht erwecken. Weder zum UR, zum Transcendence Ultra Rare, noch zum LR. Wann das Ganze seinen Lauf nehmen wird, wissen wir noch nicht. Sobald ich mehr Informationen dazu habe, lasst euch natürlich wissen. Bis dahin, Leute. Habt auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.